dass in Freiburg, dass das Thema Ökologie einen hohen Stellenwert hat, das weiß man. Wir müssen, wenn wir in Freiburg bauen, nachhaltig bauen, in dem Sinne, dass es ökologisch wertvoll ist. Aber was in dem Rathaus Freiburg uns, glaube ich, wirklich gelungen ist, ist, dass es funktional ein tolles Gebäude ist. Die Leute fühlen sich wohl, es arbeiten über 800 Menschen da drin. Und es kommen ungefähr 1000 Menschen jeden Tag rein, weil unten das Bürgerservicezentrum drin ist und alle fühlen sich wohl. Und es gibt in Freiburg kaum einen negativen Kommentar zu dem Gebäude. Und das in einer Stadt, wo die Bürger sich eigentlich über alles aufregen. Ja, wir haben natürlich von Anfang an eine sehr intensive Bürgerbeteiligung gemacht. Wir haben uns sehr intensiv mit der Bürgerschaft über den Standort, über die Größe des Gebäudes unterhalten. Und das, was die Leute natürlich interessiert, ist auch die Frage, wie kommen die Leute hin, wie kommen sie weg, was bedeutet es für den Verkehr. Und diese Dinge wurden gelöst und trotzdem bleibt natürlich so ein gewisses Unbehagen, weil man nicht weiß, was kommt da dann nachher am Ende. Und ich glaube, dass das Gebäude einfach auch durch seine ästhetische Qualität überzeugt, dass es einfach zeigt, es ist ein nachhaltiges Gebäude, es zeigt die Photovoltaik, es zeigt das Holz. Und trotzdem war es natürlich ein schwieriger Prozess. Ich meine, über den wollen wir heute Abend nicht reden. Das war ein langer, schwieriger Prozess, bis es so mal da stand. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Nachhaltigkeit gehört für uns sozusagen zum genetischen Grundmaterial. Das heißt, es ist bei uns eigentlich angelegt, dass wir nachhaltig sein wollen als Stadt. Das ist dann im Einzelfall immer schwierig da zu definieren, was bedeutet das jetzt in dem konkreten Projekt. Aber klar ist, gerade bei Bauvorhaben, wir wollen mindestens Passivhäuser, wir wollen eher Plusenergiehäuser bauen, wenn wir als öffentlicher Bauherr auftreten. Wir rüsten unsere Gebäude auch als Passivhaus und Plusenergiehäuser nach, wenn wir sanieren. Und das ist für uns eigentlich selbstverständlich, weil wir auch glauben, dass wir als öffentliche Hand hier eine Vorbildfunktion haben und die wollen wir auch wahrnehmen.